ich bin Hannes Rothe, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur Gersch an der Freien Universität Berlin. Wir sind das Department Wirtschaftsinformatik und beschäftigen uns mit dem Thema OER schon seit geraumer Zeit. Also ich bin jetzt seit 3 Jahren an der Professur und das Erste, was ich eigentlich miterlebt habe, war der L3T Workshop und damit wurde ich gleich auf OER gebrieft. Inzwischen beschäftige ich mich insbesondere im Projekt Entrepreneurship Education mit offenen Bildungsressourcen und auch in der Forschung beschäftigen wir uns mit Geschäftsmodellen von OER. Ja, da muss man mehrere Dinge betrachten. Also zunächst einmal OER an der Hochschule. Wir Hochschulen Mitglieder nehmen ja mehrere Rollen ein, wenn es um OER geht. Also zunächst einmal, wir sind selber Ersteller, weil wir, das ist unsere Aufgabe, wir erstellen Wissen und wir wollen Wissen verbreiten. Und das können wir mit Hilfe von OER machen, das ist sogar sehr gut. Und die zweite Aufgabe, die wir einnehmen, ist sicherlich auch Verwerter von OER-Materialien, von offenen Bildungsressourcen, die wir in unsere Lehrveranstaltungen einbinden. Also das sind die beiden Rollen, die wir einnehmen. Und wer ist da alles in der Hochschule von betroffen? Und letztlich eigentlich relativ viele Personenkreise. Also zunächst einmal, das sind wir an den Professuren, wir, die, wie gesagt, Wissen erstellen und Wissen verwerten in Veranstaltungen. Es sind aber auch die zentralen IT-Abteilungen, also diejenigen, die beispielsweise ihre Managementsysteme bauen und die letztlich auch dafür verantwortlich sind, diese Bildungsressourcen an unsere Studierendenschaft zu verteilen. Und natürlich auch die Hochschulleitungen, direkt und indirekt, weil es bei Bildungsressourcen immer auch um Rechtefragen geht. Und Rechtefrage ist bei OER ja eine recht zentrale Frage. Das ist eine super Frage. Ich wünschte, ich wüsste es. Ich habe ein paar Vermutungen. Also natürlich ist das größte Problem bei OER ist, also bei uns ist es so, wir, also in dem Projekt, das ich koordiniere, also dieses Entrepreneurship Education Projekt, das wir bei uns an der FU Berlin, der Charité Universitätsmedizin durchführen, erstellen wir eigentlich die Materialien immer OER und stoßen natürlich auf die ersten Herausforderungen, sage ich mal. Das beginnt bei Rechteproblemen. Also immer die Frage, ja, jeder Lehrende, mit dem ich das mache, was darf ich denn jetzt verwenden? Welche Bilder darf ich verwenden? Welche Musik darf ich verwenden? Wen muss ich alles nennen? Gerade wenn wir Videos erstellen. Videos sind eine unglaublich, was die juristische Lage betrifft, recht aufwendig, weil ziemlich viele Personen daran beteiligt sind. Und da ist die Rechtefrage immer das Erste, was gestellt wird. Die wenigsten wollen letztlich alles selber erstellen. Also macht ja auch gar keinen nicht unbedingt Sinn. Ich bin es gewohnt, in meiner Vorlesung oder in meiner Übung Bilder zu verwenden oder Illustrationen aus Fachbüchern zu verwenden. Warum darf ich das jetzt eigentlich in einem Video nicht? Oder in welchem Zusammenhang oder wann darf ich es und wie weit darf ich es? Das ist ein großes Problem. Das können wir letztlich auch nur bedingt lösen, wenn wir das nicht alles selbst erstellen. Da ist der Gesetzgeber gefragt. Und das Problem, was wir darauf aufbauend haben, insbesondere jetzt hier, auch in dem Gespräch, ist ja, dass wir ja auch international Ressourcen austauschen wollen. Also wie sieht's denn damit aus, wenn jemand, wenn Österreich Materialien erstellt oder verwendet? Wie einfach kann er denn meine Materialien adaptieren? Weil plötzlich bin ich in auch Rechtsräumen, die ich gar nicht kenne. So, Österreich ist jetzt wahrscheinlich noch relativ einfach, aber es gibt ja auch ganz andere Bereiche in den USA beispielsweise. Die alltäglichen praktischen Probleme, ja, das ist, wie gesagt, zunächst einmal die rechte Frage, das ist der Klassiker. Das nächste Problem, das wir haben, ist, wie gesagt, wir versuchen Personen zu überreden, wenn sie wir schon Materialien erstellen, diese auch OER zu erstellen. Dabei geraten wir natürlich in das Dilemma, dass wir Materialien teilweise komplett neu erstellen müssen. Das benötigt eine gewisse Form von, weil wir das natürlich dann auch gleich versuchen, ein bisschen weniger medienkonservativ zu tun, also beispielsweise mit Videos oder mit interaktiven Elementen, die man eben auch im Netz abrufen kann. Das erfordert, dass es eine gewisse technische Kompetenz eigentlich auch gibt. Und das ist auch ganz gutes Argument dafür, solche OER-Materialien zu erstellen. Denn wenn man sagt, okay, dann guck dir mal an, dein Lernskript, das du jetzt seit 5 Jahren verwendest und ab und an mal wieder neu aufbereitest, um es zu modernisieren oder zu aktualisieren,
Wollen wir das nicht mal an die heutige Zeit anpassen und vielleicht ins Netz bringen oder vielleicht so gestalten, dass man es eben auch mobil abrufen kann, was die Studierenden ja ganz gerne hätten. Und das ist ein super Punkt, um Personen dazu zu überreden, Lehrmaterialien zu erstellen. Wenn man dann auch noch sagt, ja, wollen wir das nicht so machen, dass wir das auch teilen können, also mit anderen Personen teilen können, mit Personen deines Faches teilen können, dann kann das ein gutes Argument sein, oder ein guter Moment sein, wo man eben dann eingreifen kann und dann halt auch OER gleich erstellt. Die nächste Frage, das nächste praktische Problem, was wir dann haben, ist, warum soll man das denn teilen? Also wir sind häufiger an das Problem gestoßen, dass sich Personen gefragt haben, naja, also ich hätte jetzt weniger ein Problem damit, meinen Kurs zu teilen oder jemandem zu sagen, was ich in meinem Kurs mache, als meine Materialien. Weil am Ende des Tages, ich weiß nicht, vielleicht steht ja bei denen noch immer ein bisschen im Kopf, ich könnte ja ein Fachbuch schreiben und das könnte man auch verkaufen. Und wieso sollte jemand anderes meine Materialien nehmen und damit Geld machen? Und das ist eine ziemlich, meiner Meinung nach, ein Dilemma in sich, also ein relativ großes Problem, denn letztlich sorgt es doch nur dafür, dass wir unser Wissen in unserem Kopf archivieren, aufbewahren und hoffentlich irgendwann so zur Reife bringen, dass wir es als Fachbuch verkaufen können und bündeln können. Ich glaube, es ist ein Trend, weil wir es brauchen, weil wir es auch brauchen müssen. Die Technik, die wir verwenden heutzutage, die Technologien, also so unsere Smartphones, die sorgen letztlich dafür, dass wir es benötigen müssen. Denn heutzutage haben wir so viele Herausforderungen, die damit einhergehen mit den Technologien und dass wir die zunehmende Vernetzung, die Vernetzung wird ja eher zunehmen. Also die Vernetzung wird ja eher zunehmen. Wir haben Mobiltelefone, wir verwenden Desktops, Tablets, Laptops. Da werden zukünftig wird vieles noch viel stärker automatisiert, was die Vernetzung betrifft. Und da müssen wir Austauschformate schaffen, die standardisiert sind, bei denen die Rechtefragen klar sind. Also wer darf eigentlich was verwenden? Welche Maschine darf eigentlich welche Informationen verwenden? Welche Metadaten müssen wo hinterlegt werden? Das sind eine ganze Menge Fragen, die eine Vereinheitlichung erfordern. Und wenn wir diese Vereinheitlichung eh schon anpacken müssen, dann können wir auch gleich dafür sorgen, dass, sage ich mal, auch die Verwendung für alle Beteiligten ohne Probleme ist. Vieles ist momentan noch graubereich. Lehrende verwenden Materialien, ohne dass sie genau wissen, ob sie diese überhaupt verwenden dürfen. Noch schlimmer, Studierende verwenden die Materialien, ohne dass sie eigentlich wissen, ob sie sie verwenden dürfen. Also der schönste Fall, oder schön ist er eigentlich nicht, er ist eigentlich. Aber er ist ganz illustrativ, ist der Fall der Fernuniversität Hagen von vor anderthalb Jahren, glaube ich, oder vor 2 Jahren, die Teile also große Teile eines Fachbuchs in einem Blackboard-Kurs einer geschlossenen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt haben. Und dieser Fachbuchverlag hat daufhin die Fernuniversität Hagen vor ein Landgericht gezogen. Und weil sie eine Urheberrechtsverletzung begangen haben. Die Frage, die sich danach stellte, war, inwieweit haben sie nicht das Zitatrecht nutzen können oder weil sie zumindest Teile des Fachbuchs verwenden können. Dann gab es so krude Argumente, ja, 20, bis zu 20% eines Fachbuchs dürfen in Deutschland öffentlich oder semi-öffentlich, sage ich mal, in einer geschlossenen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden. Das ist doch schon ziemlich perfide und die Frage ist auch, was sind 20%? 20% heißt es 20% der Seiten oder ist es bei einem Brockhaus mit 1000 Seiten auch so? Also dann wären es ja 200 Seiten, die ich zur Verfügung stellen darf. Das sind alles ganz merkwürdige Fragen, denen wir uns widmen können. Und die Studierenden, die das damals heruntergeladen haben, haben eigentlich auch alle eine Urheberrechtsverletzung begangen. Und wir als Lehrende wollen doch uns doch nicht in die Position begeben, dass wir Studierende zu Rechtsverletzungen bringen. Und das sind, wenn wir dies klären, indem wir sagen, okay, Lehre nehmen wir zum Beispiel von solchen Fragen auf, aber wir erlauben auch eine etwas erweiterte Form des Zitatrechts im Netz, von insbesondere Bildungsmaterialien, die eben nicht unmittelbar kommerziell verwendet werden, wobei auch kommerziell verwendet ja schon wieder bei Universitäten eine Frage ist, dann würde ich sagen, würde uns das deutlich helfen. Also.